I like to move it, move it. Und wenn du jemanden liebst, dann hörst du nicht damit auf. Niemals. Stop. Ich habe sie vermisst. Wie heißt der nochmal? Also hast du keine Ahnung. Genau. Ich habe es immer gehasst, dich gehen zu sehen. Oh, ihr Dasseltäter hat mich gebrochen heute. Das hast du gut gemacht. Super. Hallo, Gülcan. Hi. Hallo, hallo. Hi. Hi. Mirza, wie lange warst du schon nicht hier? Ich war jung, als ich zuletzt hier war. Ich bin Mirza und freue mich auf das Dating-Format. Hallo, herzlich willkommen. Hallöchen. Hallo. 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 Ah ja, hallo. Fallen Sie nicht. Bitte nicht fallen. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, Synchronsprecher zu erraten. Ja. Nein! Schon wieder? Ah. Aber in einem bestimmten Bereich. Jetzt nicht für alles, sondern im Bereich Sitcom in erster Linie. Wir werden gewinnen. Ach, wir sind in einem Team. Ja, was sind deine Lieblings-Sitcoms? So Modern Family, Friends, Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Scrubs. Ich gucke ja dauerhaft irgendeine Sitcom. Yeah. Jetzt gerade ist es Dahmer und Greg. King of Queens ist so mein All-Time-Favorite. Du kennst nur Two and a Half Men. Ist das Sitcom? Die erste Stimme wird eine aus dem Sitcom-Bereich sein. Und dann gibt es noch eine Zweitstimme. Kann auch aus dem Sitcom-Bereich sein, kann aber auch aus irgendeinem Film sein. Es sind aber berühmte, bekannte Schauspieler aus. Es wäre gut, wenn du einmal die Sitcom an sich nennen kannst und natürlich die Figur bzw. den Charakter. Okay. Ich hab's verstanden. Ja? Du auch? Was? Warum sitzen einige und andere stehen? Weil sie... Bin ich schon so alt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee. Darf ich auch einen Stuhl haben? Okay, dann fangen wir mit Person Nummer 1 an. Du kannst anfangen. Sobald man das Gerät öffnet, erlischt die Garantie. Die Garantie ist ein heiliger Pakt, den wir mit dem Hersteller eingegangen sind. Sheldon, Big Bang Theory. Die Garantie ist ein heiliger Pakt, den wir mit dem Hersteller eingegangen sind. Er bietet uns an, das Gerät zu warten. Im Gegenzug erklären wir, die Unversehrtheit der internen Hardware nicht zu verletzen. Dieser kleine rote Aufkleber ist alles, was zwischen uns und der Anarchie steht. Das ist so cool. Ist das? Oh, es kommt mir sehr bekannt vor. Ich muss so ein bisschen an Detektiv Conan denken, das macht aber gar keinen Sinn. Safe, ich kenne die Stimme. Könnte tatsächlich von Big Bang Theory kommen. Dieser Nerd, der Astronaut werden wollte, mit dem hässlichen Haarschnitt. Gerrit, kannst du dieselbe Figur noch mal mit dem anderen Text? Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Echse, Echse vergiftet Spock, Spock zertrümmert Schere, Schere küpft Echse, Echse frisst Papier, Papier widerlegt Spock, Spock verdampft Stein und wie gewöhnlich, Stein schlägt Schere. Okay, das ist der Hauptdarsteller von The Big Bang Theory. Schere schneidet Papier, Echse Spock. Also es ist gar nicht mal so lange her, dass es erst abgedreht wurde komplett. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren oder so, drei Jahren? Bisschen länger schon. Aber deine echte Stimme ist ganz anders. Natürlich. Kannst du den Anfangsbuchstaben sagen? Sheldon Cooper. Ich sage Big Bang Theory und dann gehe ich mit dir. Dann sage ich jetzt einfach mal Howard. Wir kommen zu Figur Nummer 2. Das ist nicht mehr Sitcom. Ich will, dass ihr da rausgeht und euren Kunden mit allem Nachdruck Steve Madden-Aktien so tief in den Rachen stopft, dass die Arschlöcher daran ersticken, dass sie daran ersticken. Und bei euch 100.000 Anteile kaufen, das will ich von euch. Seid grausame Krieger, seid gnadenlose Henker, eine Armee von Telefonterroristen. DiCaprio? Könnte er vielleicht eventuell Leonardo DiCaprio sein? Ich würde jetzt ganz raten, Leonardo DiCaprio? Oh, gut. Ja, sehr Glaub gut. Glaube ich, ja. Oder? Ja, könnte sein, sehr gut, ne? Ja. Würde passen. Ja, ich habe das mit Hardung geguckt, diesen Film Wall of... The Wolf of Wall Street? Ja, ich glaube, das war von da. Es ist diese schreiende Stimme, wenn er so richtig rot anläuft. Der liebe Leo, das an den hatte ich gerade vor Augen. Hast du Wolf of Wall Street geguckt? Ich sag dir ehrlich, das wird dir auch nicht gefallen. Meinst du? Geht sehr viel um Drogen und so. Geil. Spaß. Natürlich Spaß. Bitte, 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 bitte. Allah, bitte, Nolus und er ist Arthur, bitte. Ich glaube, sie hört jetzt auch nur. Okay. Tu niemals, aus welchem Grund auch immer, irgendetwas, irgendjemandem, aus welchem Grund auch immer, egal was, egal wo oder mit wem du bist, wohin du auch gehst oder wo du gewesen bist, niemals, aus welchem Grund auch immer, aus welchem Grund auch immer. Krass, was für eine heftige Stimme. Hätte ich niemals gedacht. Ich habe, als er gerade normal geredet hat, ja. Mit Bill Cosby assoziiert. Ach so, aber echt? Nachdem wir das uns angehört haben, nicht mehr. Also hast du keine Ahnung? Genau. Okay. Ich kenne die Stimme, ich habe das Gesicht vor meinen Augen, aber keine Ahnung, wie er hieß und in welchem Film. Es ist ganz tief irgendwo drin. Mein inneres
kleines Mädchen sagt, ich kenne den Zach. Halt's Maul. Sag doch, dann sag doch. Sag doch, wer das ist. Okay, dann wir geben euch noch einen Tipp. Immer noch dieselbe Figur. Dieselbe Figur, okay. Nein, Gott, bitte nein, 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 nein! Oh, Dorfes! Oh mein Gott! Wer stirbt denn so? Sitcom, der Chef ist. Sitcom und der ist Chef. Also wir gehen jetzt aus dem Sitcom-Bereich raus. Ein anderer Schauspieler. Wenn du halber Chinese bist, bin ich zur Hälfte schwarz. Ich bin dein Bruder und ein cooler Vogel. Kriegst du das geregelt, Snoopy? Krass gepunktet, oder? Snoopy? Ich dachte für einen Moment, das wäre Jackie Chan. Nein, würden wir auch erkennen. Warte mal. Stimmt. Ja, das ist das. Ja, doch. Ja, okay, Jackie Chan. Mhm. Wie heißt der Film? Das ist einmal Rush Hour 1, Rush Hour 2, Rush Hour 3. Jackie Chan, noch vor 2 Wochen alles geguckt. Hallo. Die Cookies sind fertig. Es gibt 1 Dutzend für dich und 1 Dutzend für mich. Ich persönlich esse immer genau 1,5 Cookie pro Tag. Also reicht das Dutzend für 8 Tage. Eigentlich 10 Tage, weil ich dienstags Zucker meide und sonntags rufe ich immer meine Mom an und die fragt dann, was mit meinem Telefon los ist, weil ich so fett klinge. Ich weiß nicht, wie die Serie heißt. Das sind diese 2 Mädels, die in diesem Café da arbeiten. Die eine reiche und die andere mit den dunklen Haaren. Ich habe vielleicht nur ein paar Folgen gesehen. Aber wie hießen die denn? 2 Broke Girls und die Blonde. Das ist auf jeden Fall eine Schauspielerin, die blonde Haare hat. Jennifer Aniston? Oder die Blonde von The Big Bang Theory? Obwohl, nee, das ist nicht die. Du bist was von Beruf? Ich? Ich bin Chirurgin. Doch nicht, angehende Chirurgin. Okay. Ah, okay. Scrubs oder was? Jetzt müsstest du eine Figur vielleicht machen. Oh, Scrubs habe ich schon so lange nicht mehr geguckt. Da müsste die blonde Ärztin. Es muss Bernadette sein. Ich bin mir nicht so sicher. Bernadette, jetzt müssen wir kurz helfen von? Bernadette von Big Bang. Okay, dann bleiben wir dabei. Dann kommen wir zur Stimme 2. Es ist eine Sitcom, aber eine andere Schauspielerin. Bitte? Ich gehe jetzt zur Arbeit. Nicht zu der glamourösen Karriere, von der ich immer geträumt habe. Nein, dank euch gehe ich jetzt zu Dippity-Doo-Dog bis zu meinem Dippity-Tod. Ja. Aber es sind jetzt hier schon so reale... Real, und der Tipp ist, das ist schon älter. Gilmore Girls vielleicht? Oh shit, Mann, meine Schwester hat sie immer geguckt und ich meinte ihr Opfer und jetzt... Oh mein Gott. Ich fühle mich so schrecklich, weil ich weiß, es ist so absolut legendär und ich weiß es nicht. Also Dings, Prince of Bel-Air, da waren wir ja noch flüssig. Vielleicht die Schwester? Dings, diese nervige Cousine. Nein, diese Cousine, die so Diva ist. Wie heißt die nochmal? Hillary. Hillary. Ich bin in sie verliebt, okay? Wenn du nach dem Wort suchst, das dafür steht, dass einem jemand immer am Herzen liegt und man will, dass es der Person immer gut geht, auch wenn es einen zerstört, dann ist das Liebe. Ja, und wenn du jemanden liebst, dann hörst du nicht damit auf. Niemals. Selbst wenn Leute dich irre nennen und mit den Augen rollen. Auch da nicht. Ganz besonders da nicht. Ja, das ist ein schönes Statement. Mann! Ich tippe auf Matthew Perry. Chandler bei Friends. Für einen Moment dachte ich, ist das sogar Ross? Das hört sich inhaltlich ein bisschen an wie Ted. Ja, aber wir sollen ja nicht auf Inhalt Liebe gehen. Und ist Ted so kratzig in der Stimme? Sind sie erkältet? Der hat ja auch diese Beziehung zu der einen. Chandler von Friends. Bei 2½ Men geht es ja eigentlich auch um Liebe und Frauen. Dein letzter Tipp, es geht auch um Freunde. Friends. I don't know, so. Okay. Habibi, I don't know. Gut. Können Sie mir Hallo sagen in der Stimme? Hallo. Ha, ich weiß nicht mehr. Können Sie Stella sagen? Stella. Jetzt gehen wir in den Bereich Anime. Anime? Anime. Uff. Ah ja, perfekt. Dann gehe ich so lange auf Toilette oder so? So langsam werde ich richtig sauer. Geht's eigentlich noch? Die sind doch nicht mehr ganz knusper. Frechheit, einfach so vorzugeben, als wären die wir. Die tun ja so, als wären wir... als wären wir Superstars, diese miesen Betrüger. Sehr unerwartet. Also, wie kommt das so aus ihnen raus? Ich weiß nicht, aber ich war sehr gehypt.
Ganz klar Pikachu, oder? Kenn ich diesen Anime zu 100%? Zu 1000%. Ja, dann kann es ja nur One Piece sein. Oder Dragon Ball. Oder Dragon Ball Z. Es könnte auch Sailor Moon sein, Kick-Ass sein, es könnte auch Chin-Chan sein. One Piece! One Piece! Aus One Piece? Es ist aus One Piece. Weil er so hysterisch ist und ausrastet und so, könnte es One Piece sein. Ist das so ein fettes Schwein? Ich bin kein Schwein! Spricht Chopper so vielleicht? Du hast zwei Figuren in einem Anime synchronisiert. Läuft bei dir, wallah, krass. Noch mehr zu wollen würde nur auf beiden Seiten zu immer mehr unnötigen Verlusten führen. Falls hier jemand ist, der immer noch nicht genug hat, dann soll er herkommen. Na los, wir kümmern uns nur zu gern um ihn. Also in diese Stimme passt Zorro schon ein bisschen rein. Er hat so eine tiefe... Ich würde sagen, Zorro? Hm, okay. Dass er Zorro ist, die Stimme? Wir gucken alle so Chef. So ja, ich glaube, du liegst voll damit. Ja, keine Ahnung, ich bin kannst halt... Kannst du eigentlich irgendwas? Du hast 15.000 Kissen zu Hause. Ja, aber ich schaue ja auf Japanisch. Ja, kannst du auch mal auf Deutsch gucken vielleicht. Nee. Ich muss meine Kreditkartenrechnung bezahlen, denn wenn ich auch nur einen Lolli kaufen will, hat die Polizei mich schon am Wickel. Aber ich zahle meine Mastercard mit meiner Discover-Card, meine Discover-Card mit meiner Optima-Card und meine Optima-Card mit meiner City Trust Visa. Und deswegen schenken die mir eine Espressomaschine, die ich verkaufe. Und damit zahle ich die American Express. Oh, schwierig. Ich weiß es nicht. Diese Stimme spricht, das ist krass. Und ich kenne auch diese Stimme. Aber ich weiß nicht, wem sie gehört. Es könnte sogar sein, dass sie Jennifer Aniston synchronisiert. Ich denke da an die Mama bei Two and a Half Men. Was hast du, deine Idee? Nanny, ich sag jetzt, ich sag das ist die Fran. Ich gehe damit. Bist du Fran? Und wir kommen zu der nächsten Schauspielerin. Das ist jetzt ein Film, das hat mehrere Teile, ist sehr iconic. Star Wars Leia. Wenn es Ihnen nur um Geld geht, dann sollen Sie auch nichts weiter kriegen als Geld. Weißt du, egal wie sehr wir gekämpft haben, ich habe es immer gehasst, dich gehen zu sehen. Als er nur erzählt hat, iconic, mehrere Teile, habe ich so an Harry Potter oder so erstmal gedacht. Ich hätte auf Herr der Ringe, ich habe an die Stimme... Gibt es Geld bei Herr der Ringe? Ich habe noch nie Herr der Ringe geschaut. Ja, es gibt die neue Bitcoin-Version, nein, keine Ahnung. Was denkst du? Ja, ich glaube irgendwie Star Wars. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist die Frau, diese Liebhaberin von Anakin. Nein, wie heißt nochmal die Frau von Han Solo? Prinzessin Leia müsste es sein. Okay. Nee, sie heißt nicht Leia, oder? Leia Sky? Nein. Princess Leia kenne ich. Aber ich habe es nie geguckt. Ich liebe Star Wars. Okay. Okay. Na gut, nehmen wir an, du schaffst den Abschluss an der Highschool. Sagen wir, du rutschst irgendwie durch. Und jetzt suchst du dir einen gewöhnlichen Job. Nur wie viel, glaubst du, wirst du in etwa verdienen als gewöhnlicher, normaler Mensch? Hey, Bill. Danke sehr. Bill Cosby, auf jeden Fall. Weißt du? Hä? Weißt du? Also ich kenne ihn. Ich kenne sie. Ja. Sie sind echt cool. Die Stimme gehört einem schwarzen Schauspieler, keinem weißen. Also geht es hier nicht um King of Queens? Also... Diesen Schauspieler, wie heißt der doch mal? Ich weiß doch, wie er aussieht, ich kann ihn malen. Dann kommen wir zum zweiten Schauspieler. Das ist also ein anderer Schauspieler, keine Serie, ist ein Film. Oh ja, Sir, ich habe Sie vermisst. Wie ein Schwein seinen Trog. Wie ein Baby den Nippel von Mamis Titte. Ich hab sie vermisst wie ein Spitzenstein in meinem Schuh. Oh, diese Lache! Die legendärste Lache der Welt. Sehr geil. Bitte? Samuel L. Jackson. Könnt ihr auch den Film erraten? Das könnte die Hateful Eight sein. Oh, scheiße. Die Lache, die kennt man. Aber
Es ist hinten, hinten. Und wie heißt der Schauspieler nochmal? Geil, es kommt mir so bekannt vor. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Ihr wisst ganz genau, wen ich meine. Dieser Schauspieler, Bro, der ist so bekannt, der ist mittlerweile ein bisschen älter. Wie heißt der nochmal? Wir holen jetzt die Person 1 nochmal nach vorne, weil sie im selben Film zusammengespielt haben. Sie bleiben über Nacht, bitte richte im Herrenhaus 2 Zimmer her. Der da schläft auch im Herrenhaus? Steven, er ist Sklavenhändler, das ist etwas anderes. Der im Herrenhaus? Hast du ein Problem damit? Oh, nein, ich habe kein Problem damit. Wenn Sie kein Problem damit haben, das Bett zu verbrennen, die Laken, die Kopfkissen, sobald der ungewaschene... Das ist allein mein Problem, ich verbrenne, was ich will. Aber dein Problem ist, dass du einen furchtbaren Eindruck machst. Das letzte wäre noch meins gewesen. Tut mir leid, Entschuldigung. Ist doch nicht schlimm. Hallo? Hi. Ich hab so Angst, ne? Du brauchst keine Angst zu haben. Als erstes hatte dir geraten, glaube ich, Big Bang Theory mit Sheldon Cooper? Ja. Das ist richtig. Ja! Mein Name ist Gerrit Schmidt-Voss und Howard in Big Bang Theory war Sebastian Schulz. Mann. Dr. Sheldon Cooper. Doch, Sheldon. Wow. Und als zweites hattest du geraten, Wolf of Wall Street? Ja. Leonardo DiCaprio? Ja. Liegst du auch richtig? Ja! Yeah! Oh mein Gott, Sheldon! Wow! Cool. Ja. Mein Selbstwertgefühl. Wie lange machst du das? Ich habe als Kind angefangen, jetzt 40 Jahre schon. Wahnsinn. Oh, das ist so typisch irgendwie, also dass die Leute schon immer so super früh anfangen. Und dann kam dieser kleine Film namens Titanic. Rose, Sie sind ein kleines, verwöhntes Mädchen. Aber dahinter steckt das bezauberndste, wundervollste Mädchen, Frau, die ich kenne. Leo, stop. Und ich hab Hormone. Cool. So cool. Weint man selber auch als Synchronsprecher? Hat man so Momente, wo man selber so gebrochen ist? So wie bei Titanic nicht. Es gab aber durchaus auch Filme, die einen emotional sehr mitnehmen. Wenn man wirklich sehr, sehr im Spiel ist, in der Szene ist, fließen wir auch Tränen. Oh. Hallo, ich bin der Stefan Gosler. Hallo. Michael Scott. Exakt. Oh. Oh ja, da. The Office. That's it. So ist es. Michael? Ja. Was? Steve Carell. Oh, ist das unangenehm. Steve Carell spreche ich. Also The Office habe ich tatsächlich nicht geguckt. Da konntest du ja auch nicht wissen. Ja. Aber Jackie Chan hast du nicht synchronisiert. Doch. Nein! Oh nein! War, what is it good for? Absolutely nothing. Wann war Rumble in the Bronx? Ich glaube 84, 85. 95 war das. 95? Echt? Dann sind es erst 30 Jahre. In allen Filmen. Wow. Der war auf jeden Fall auch mein erster Kindheitsheld. Okay. Also das wirklich, ich habe das immer mit meinem Vater geguckt. Ich verbinde das auch sehr mit der Familie. Ich weiß nicht, wie das bei, ich sag mal, Familien ist, die keinen Migrationshintergrund haben, aber ja. bei sehr vielen türkischen Familien, er ist ein Riesenstar in der Türkei, auch Jackie Chan. Dieser VHS-Zeit, dass die ganze Familie sich da vor den Fernseher gesetzt hat, mit dieser Stimme und sich über diese Kampfszenen kaputt gelacht hat. Das ist eine Comedy. Jackie Chan, Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Noch andere Sachen kennt ihr sicher auch von mir. Was denn zum Beispiel? I like to move it, move it. Nein! Schwing die Hufter! Es ging Julian! Schwing die Hufter! Marisa, schwing die Hufter! Nein, es ging Julian! Marisa, sag mal, dass er meine Füße nicht kaputt sind. Küsse die königliche Füße! Die Füße! Oh mein Gott! Hallo, ich bin Rania, Rania Bunalana. Hi Rania. Sehr erfreut. Geraten hatten die Two Broke Girls, die Blondine. Blond war sie auf jeden Fall. Andere Serie, ganz anderes Metier. Scrubs? Die Blonde, Elliot aus Scrubs. Krass, ey. Oh mein Gott. Alter. Wie kommt zu Stimme 2? Da hattet ihr Fresh Prince und da hattet ihr Hillary gesagt. Aber da sind wir uns nicht sicher. Aber die Serie stimmte. Okay. Echt? Aber es war Anfang der 90er. Ich war die Kleine. Ich war Ashley. Wahnsinn. Mann. Hab ich doch gesagt. Das müsst ihr jetzt untereinander klären, ne? Oh nee, du bist heute so passiv-aggressiv. I'm the winner. Rainer, du sprichst ja auch im Trickfilmbereich. Drei ganz bekannte, sehr bekannte Figuren. Kannst du die nochmal nennen? Naja, natürlich. Wen meint ihr denn? Welchen wollt ihr? Tick, Trick oder Track? Oha. Sprichst du alle drei? Ja.
Richtig sparsame Produktion. Ja. Was mögen Sie am meisten an diesem Job? Dass ich jeden Tag was anderes mache. Neue Kollegen habe, andere Kollegen jeden Tag. Manchmal, weiß ich nicht, morgens bin ich irgendwo hochdramatisch, jage ich irgendeinen Mörder. Nachmittags mache ich eine Sitcom. Das ist einfach so toll. So, hallo nochmal. Hallöchen. Ich bin der Martin Halm. Hallo Martin. Und was hast du bei der ersten geraten? Ich weiß es nicht. Chandler, habt ihr gesagt, von Friends? Ja, da war ich mir auch nicht so sicher. Ich war wirklich lange, 7 oder 8 Staffeln, auf der Suche nach der Frau für mein Leben. Ach, How I Met Your Mother. Ted Mosby. Oh mein Gott. Habe ich das nicht gesagt? Lass uns mal überlegen. Hast du das gesagt? Und dann hast du ja auch gleich gesagt, auf gar keinen Fall Ted. Nee, kann er nicht sein. Aber am Schluss habt ihr dann doch Ted Mosby gesagt. Ja. Das war dann richtig. Oh Mann, warum diese Achterbahn? Ich werde voll emotional. Toni Chopper, ich meine, wer von euch hat das gesagt, dass das dem Original so süß ist und so? Im Original in Japan wird Toni Chopper von einer Frau gesprochen. Genau. Oh. Ich versuche wirklich, mein Möglichstes zu tun, dieser Frau nahe zu kommen, aber ich bin Chopper. Stark. Ich bin Chopper und ich bin ein Rentier. Ich bin kein Ich. Scheiße. Ich bin nicht Zorro. Aber? Shanks. Ah, ja, okay, das war so. Ja. Ja. Bis jetzt war keine Rose, ne? Bitte Prinzessin Lea, bitte. Ich finde erstmal, ich muss erstmal sagen, es macht Riesenspaß mit dir. Und ich finde das super, super schwer. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Zum Schluss hattet ihr euch auf Die Nanny geeinigt. Also die Serie Die Nanny und dann... Friends. Was, by the way, eine sehr coole Serie war, muss ich einfach sagen. Hat echt Spaß gemacht. Also falls es, also jetzt random. Nanny war cool. Also, ich bin Susanna Bonasiewicz. Und die erste Rolle war, die ist wahrscheinlich vor eurer Zeit. Und ich nehme mal an, dass ihr sie wahrscheinlich nicht kennt. Ein Kindermädchen? Hä? Aber nicht Friend, nicht Dings, oder? Was? Doch. Was? Oh mein Gott, ich flippe aus, die Nanny! Alle sind die Nanny! Was? Oh, ich hab Gänsehaut bis zu meinem Kopf. Oh. Yes! Hey, das hast du gut gemacht, super, darüber freue ich mich. Ich kenne die Nanny. Hat jemand ein Taschentuch? Oh, meine Mutter hat sehr viel gearbeitet damals und ich habe sie oft verpasst als Kind. Und deswegen war Friend so eine Zeit, in der wir abends zusammen saßen im Fernseher. Oh. Und deswegen, ja, danke schön. Das war echt eine schöne Zeit. Oh. Ihr Datteltäter, Alter, hat mich gebrochen heute. Ich sehe aus wie... Aber das zweite war richtig. Ja? Ja. Du bist Prinzessin Lea? Ja. Yes! Okay. Ene, mene, mei, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex! Oh, wie cool! Das ist cool. Oh mein Gott! Benjamin Blümchen, Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Gänsehaut. Ich bin damit aufgewachsen. Wirklich. Werden Sie manchmal irgendwie von Ihrer Stimme oder so erkannt auch? Gab es auch so Situationen? Wenn ich laut bin. Ich bin immer sehr gerne zur Berlinale gegangen und habe mir auch sehr gerne Kinderfilme angeguckt und war mit einem Freund verabredet und sitze in dem großen Zoopalast, weil ich sehe meinen Freund zur Tür reinkommen und rufe, hallo, hier bin ich! Und dann merkte ich, wie alles um mich herum ganz, ganz still wurde. Und ich dachte, oh Scheiße. Bibi, mach den Platz auf euch. Hallo. 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 Auch wenn du normal sprichst, kriegst du Stress. Ja. Das ist krass. Es fühlt sich gefährlich an, sagen wir mal so, ja. Also mit der Stimme. Ich kann auch unheimlich gefährlich werden. Die erste Sache hast du ja nicht erraten. Das war Bill Cosby. Er heißt Bill Cosby, Bro. Oder warum guckst du mich an? Also die Bill Cosby Show, die erste. Oh. Da hat er Dr. Huxtable gespielt mit seiner ganzen Familie, mit Rudy, der Jüngsten. Das war Nummer 1. Ja. Und die Lache? Das ist eine geile Lache. Diese Lache gehört zu dem, der am meisten in dem Film immer sagt, Motherfucker. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson heißt er. Aber ihr wusstet ganz genau, wen ich meine. Oh Mann. Aber ich spreche auch Zeichentrickfiguren. Okay. Ja. Welche? Wilma, Jabba-Dabba-Du! Stimmt! Krass! Ja,
Oh, das habe ich auch so gern geschaut. Stört es dich dann, den Film auch zu genießen, wenn du deine Stimme in der Hauptrolle hast? Ja, es ist, ich gucke mir das schon an, aber es ist so, dann hast du immer diese Studiosituation im Kopf. Du kannst dich von der Szene, die du da siehst, gar nicht trennen. Du kannst es unterscheiden, denkst aber, naja, da hat der Stefan zu mir das und das gesagt. Ich finde, es muss viel mehr gefeiert werden. Ich finde, ihr braucht auch eine Tour und auch so eine ausverkaufte Halle von 20.000 Leuten wie in Japan. Ja, ihr habt auch Bock drauf, oder? Danke, war klasse. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich fand es so krass, weil ich für einen Moment immer dachte, ich höre gerade Samuel Jackson und Jackie Chan miteinander. Das sind so Menschen, die haben alle irgendwie Zugriff auf deine Kindheit oder auf dein Leben gehabt. Das ist voll berührend. Ich wollte immer bei einer Synchronsprecherfolge dabei sein, aber ich gucke zu wenig Animes, um dabei zu sein. Und das war jetzt voll perfekt, weil das war so ein bisschen mehr mein Bereich. Ich bin ein bisschen gebrochen. Bitte judge mich nicht, dass ich die nicht erraten konnte. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und es ist immer wieder eine Freude, hier mitzumachen. Danke dir. Ja, gerne. Hast du gut gemacht. Dann Tschüssikowski, würde ich mal sagen, oder? Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Synchronschauspieler ihr am coolsten fandet. Und falls ihr noch eine Folge schauen wollt und erraten wollt, welche Hollywood-Stimme ist das? Klickt einmal hier oben. Maram und Mo waren bei mir in Offenbach und haben mir geholfen, wundervolle Menschen miteinander zu verkuppeln. Und das Video könnt ihr auch hier sehen. Liebe. Sehr viel Liebe. Ich liebe dich. Okay.